war echt ziemlich daneben, ja? Was? Das hab ich nur so gesagt. Naja. Ich kann auch Zug sagen. Suzuk? Ja. Also streng genommen heißt es Suzuk. Ja. Ja. Schau, ich nenne ja deine Wurst auch nicht Österreicher Wurst, oder? Aber das kannst du gern machen. Und was heißt denn da deine Wurst? Meine Wurst ist auch deine Wurst. Wir essen ja auf unseren Festeln seit Jahren. Ja, ich denke schon, aber natürlich zeigt man sowas für eine Bühne, glaube ich, sehr überspitzt. Da kommt schon der Obmann. Ja, bevor der Blödsinn redet. Ich sage mal was Gescheites, ich habe jetzt nur Blödsinn. Nein, was ist die Frage? Die Frage war... Sind uns die Liebsten. Ja, genau. Was wird er sagen, wenn ich dreimal in der Woche mit seiner Frau Tennis spiele? Und ich sie danach minutenlang schweißnass und arm. Und wir dann vielleicht noch ein Kebab mit ohne Schaf beim Universum bestellen. Thomas, du redest Müll! Errol, es tut mir leid. Oh ja, Errol, es tut mir so leid. Ja, alle sind so böse zu dir, Errol. Hör auf, mich zu streiten. Ja, die Melanie tröstet dich. Thomas! Jetzt hör auf, mich zu streiten, du Idiot! Was ist dein Problem damit, hä? Was, wenn ich schwul bin? Wäre das ein Problem? Was? Du bist schwul? Schwul? Und Vegetarier? Aber du könntest ihn trinken. Und der Errol kann von dem Kind aber nicht essen. Er kann schon. Es verbietet ihm ja niemand. Doch. Sein Glaube. Du, kommt denn das Wort Grillwurst im Koran überhaupt vor? Wir fangen doch jetzt beim Hundskind. Im Tennisclub sicher nicht. Über den Koran zum Diskutieren. Genau, ja? Reden wir über die Tora. Was? Den Koran hat ja bei uns eh keiner gelesen. Ja, außer mir. Auch nicht. Wunderbar. Ich hoffe, es kommen viel, viel Leute. Wir werden fest Werbung machen, weil es zahlt sich aus, die Stücke anzuschauen. Ja. Es hat schon wirklich sehr viel Tiefgang. Kommt's leider nicht. Unbedingt. Matura mit einem Durchschnitt von 1,0 bestanden. Ja, in Hermagor. Ja, im Geildorn. Und ich sag das Gleiche wie du, dass der zweite Krüller Blödsinn ist. Aber wieso? Das sagt er überhaupt gar nicht. Er sagt, die Religion hinter dem Türken-Griller ist für ihn Blödsinn und Hokuspokus. Nein, Religion an sich, aber nicht der Griller selbst. Ja, aber ohne Religion gab es diesen Krüller doch gar nicht. Das Verbot von Schweinefleisch war hygienisch sinnvoll. Inzwischen gibt es sowas wie einen Kühlschrank, verdammt nochmal. Ich meine, wenn die Türken zu deppert sind, um ihr Schweinefleisch richtig zu kühlen, sind sie selber schuld. Ich weiß auch, was du sagst, ja? Ich sag nur meine freie Meinung. Gut. So, wir haben gerade gehört, wir sollen euch sehr viele Tennis-Ausdrücke fragen. Ah ja. Los! Na, Tiebreak. Genau, das interessante Stück. Voll. Ja. Ach so. Ah, nein, genau, nein, kein Problem. Das nehmen wir gleich so. Ja. Sie war selber wurscht. Super. Ist aber brav. Naja, Obmann. Einzige Frau. Sie haben hier sehr traditionelle. Ja. Gut, wir haben ja draußen schon gesprochen, wir müssen den Verein ein bisschen da Vordermann bringen. Das heißt, wir werden medial euch unterstützen, damit der Verein wirklich in die Top 10 kommt. Was mir sehr gut gefällt, es ist ein Stück, was jederzeit und überall passieren kann, nicht unbedingt in einem Tennisclub. Wie man aus einer Mücke einen Elefanten machen kann. Die Studie, wie man aus einer Mücke einen Elefanten macht. Ja, nein, es stimmt, dass das laufend passiert, dass wegen einer eigentlich prinzipiell Kleinigkeit sich eine Gesellschaft zerlegt oder auseinanderdividiert. Und das passiert hier. Mhm. Wobei das interessant ist, du spielst ja so eher den Rechten. Ja. Wobei dann irgendwann aber phasenweise, wo man gedacht hat, na, jetzt wird aber fast überholt, ne? Ja, es ist schon, also er ist schon, die Rolle des Matthias ist schon sehr traditionell angehaucht. Er kommt ja auch vom Land. Ich bin auch Original-Kärntner. In Wien rede ich ein bisschen schöner, wenn ich unterwegs bin, auch was den Inhalt betrifft. Na, aber der ist schon, es war immer alles sehr korrekt in seinem Leben und es muss auch im Verein korrekt sein und diese Gedanken und die römisch-katholische Kirche, das ist ihm sehr wichtig und genau, wenn es ums Essen geht, was Gutes gönnt. Ja, und die Werte sind ja wichtig. Genau, ja. Hab's egal, ob eine Frau Kopftuch tragen darf? Dabei habt ihr euch Kreaturen ins Land geholt. Dagegen sind die Erdogan-Anhänger die reinsten Teletubbies. Okay. Schön, dass es einmal jemand so offen sagt. Melanie, sag, hast du gewusst, dass dein Doppelpartner zum Rechtsaußenflügel der Identitären gehört?
Ich bin nicht rechts außen. Ich sag nur, wie es ist. Du bist doch Depper, der Herr Wall. Was ist das jetzt? Ausländer bekämpfen jetzt andere Ausländer mit Nazisprüchen. Bravo, Thomas, bravo. Vom Ormentürken zum Grabschertürken, vom Grabschertürken zum Nazitürken. Und das alles in 20 Sekunden. Jetzt, du spürst einen Türken, der dann aber ziemlich heftig auf seine türkischen Kollegen losgeht. Ne? Naja, er kippt dann ein bisschen ins Rechte. Ne? Mhm. Ja, sagt halt, wie es ist, meint er. Mhm. Warum sollte man sich das Stück anschauen? Jetzt nicht, weil es ihr spielt, das sowieso, das ist naja, das ist ja logisch. Ja, ne? Genau. Also, ja. Na, also warum soll man dieses Stück? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit diesem Thema konfrontiert werden, weil wir ja auch in den letzten Jahren viel solche Diskussionen, Konflikte hatten, in welchen Bereichen auch immer. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir die Leute darauf aufmerksam machen, dass es doch Probleme gibt, über die wir reden sollten. Und es ist ja so, dass man, egal welche Figur man nimmt, da dass überall Wahrheiten drin stecken. Und man kann das auch nicht verleugnen. Absolut. Ne? Und man sollte kommen, weil trotz aller Ernsthaftigkeit es einfach wahnsinnig lustig ist, dieses Stück. Also ich glaube, man kommt auch gut zum Lachen. Und das ist das Schöne bei einer Komödie. Eine Komödie macht Unterhaltung, aber es kann auch etwas aufzeigen. Und das ist euch wunderbar gelungen. Und im Publikum kann ich nur raten, schaut's vorbei, schaut auch wegen dem Ding da. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein wirklicher Wahnsinn. Nicht nur in dem Stück, aber auch in anderen Stücken. Die sind wirklich fantastisch. Zahlt sich aus, herzukommen.